Moinsen Freunde, es ist der erste Montag im März, allerhöchste Zeit, euch mal wieder darüber zu unterrichten, was vergangenen Monat hier abging auf dem Kanal und was in dieser Zeit kommen wird. Oder um es kurz zu fassen, höchste Zeit für die Bienenstock Kanal News und auf geht's. Aha. Ja, meine Freunde, die News starten wir mal wieder mit dem Rückblick auf den letzten Monat, also auf den Februar 2022, denn da ging schon doch einiges ab, dafür, dass der Monat ja der kürzeste im Jahr ist. Allerdings bin ich bei weitem so viel, wie ich mir vorgenommen habe, das kann ich eigentlich gleich vorwegnehmen. Fangen wir einfach mal an mit den Let's Plays, die hier so liefen. Und zwar habe ich, wie ich es ja auch angekündigt hatte, diese Legend of Zelda Mod, Ocarina of Time Mod, so ein bisschen Link gespielt. War ein recht kurzes Abenteuer mit 6 Folgen, war es dann auch schon wieder abgeschlossen oder schon wieder vorbei. Allerdings habe ich, was recht spontan war, noch die Retro-Achievements mit eingebaut. Was aber auch kein Problem war, weil an sich war da jetzt nicht so eine große Herausforderung bei, dass man jetzt irgendwie sagen muss, jo, man muss jetzt diesen Mod irgendwie mit 3 Herzen oder so spielen. Ich meine, man hat ja eh nur 6 Herzen zur Verfügung. Ob man jetzt da doppelt hat oder weniger, macht jetzt auch nicht so viel Sinn oder keinen großen Unterschied. Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr schön, eine schöne Zwischengeschichte zwischen Ocarina of Time und Majora's Mask. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut's gerne nach. Wie gesagt, sind nur 6 Folgen, ist recht kurz und ich glaube, die Zeit kann man schon mal haben. Dann ging es auch mal wieder weiter mit dem Pokémon Smaragd Randomizer Together Projekt. Also Stand jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme sind 2 Folgen hochgeladen worden. Ich glaube, der Papertop-Boy wollte jetzt auch noch am Sonntag eine hochladen. Die, also sind vielleicht 3, also 2 im Februar gekommen, eine noch jetzt danach. Jetzt im März noch. Eine halt von mir, eine vom Palkun und eine habe ich noch aufgenommen tatsächlich. Also ich habe 2 Folgen aufnehmen können mal. Dann war aber schon wieder Feierabend. Also das Projekt wird sich noch ewig ziehen. Ich hoffe tatsächlich, es wird fertig, bis die neuen Pokémon-Editionen erscheinen, also jetzt die 9. Gen, weil ich weiß nicht, ob ich da noch einen Bock habe, weiterzumachen, jetzt ehrlich. Irgendwann reicht's auch nochmal. Jetzt weniger als Let's Play oder weniger auf Let's Plays bezogen, aber es gab auch einen YouTube-Shorts von mir, tatsächlich mein erstes YouTube-Shorts auf dem Kanal. An sich nur eine Szene aus dem Livestream, hier war aus Pokémon Gen Arceus, aber eine wirklich schöne Szene fand ich persönlich. Deswegen wollte ich die einfach mal als YouTube-Short nochmal irgendwie mit hier einfach reinbringen. Wurde auch, glaube ich, ganz gut, also zumindest ganz gut aufgerufen. Sagen wir mal so. Aber ich glaube, YouTube Shorts werden zurzeit sowieso viel mehr promoted von YouTube selbst als jetzt irgendwie andere Videos, glaube ich, tatsächlich. Und ja, mal gucken. Ich habe mir jetzt tatsächlich mehr vorgenommen, aber da setze ich gleich mal aus mit auch ein bisschen was. Dann habe ich noch eine neue Superwelt gestartet, das hatte ich mir auch vorgenommen. Nämlich die 3. Superwelt von New Nintendo, die den Namen trägt New Super Mario Bros. 3. Und nein, es ist kein neues Spiel von Nintendo, wie gesagt, nur die Superwelt. Also ich betone es auch immer wieder im Projekt, dass es kein neues Spiel von Nintendo ist. Ich meine, man sieht ja, dass es von Mario Maker ist, aber trotzdem im Video dann. Aber bevor da irgendwie sich jemand fragt, wie es gibt ein neues New Super Mario Bros. Nein, Freunde, gibt es auch nicht. Und ich hoffe auch so ein bisschen, dass das nächste, wenn da noch eins kommen sollte, nicht so heißen wird, ganz ehrlich, weil dann wird es richtig verwirrend, glaube ich, auf dem Kanal zumindest. Ja, und aktuell läuft dann auch noch The Legend of Zelda mit Majora's Mask 4K, also genauso wie die Superwelt, die ist auch noch aktuell, die ist auch noch nicht durch. Da fehlen noch mindestens 2 Welten, ne, Stand jetzt. Ebenfalls läuft aber gerade noch The Legend of Zelda mit Majora's Mask in 4K, mit 4K Texturen zumindest. Und ich bemühe mich auch, die ganzen Videos in 4K hochzuladen. Ich glaube, ich habe es bei 2 Videos verkackt, die wirklich dann in 4K zur Verfügung zu stellen, weil irgendwie die Bitrate nicht stimmt. Ich glaube, einmal war sie zu hoch, einmal zu niedrig. Wobei ich mich frage, warum wie auch zu hoch sein kann, weil aber irgendwie YouTube hat ja da seine Upload-Codierung oder auf diesen Rahmen noch festgelegt, wie groß die Bitrate sein darf. Und da ich das alles mit meinem anderen Chip-Programm quasi bearbeite, ich da eben nicht die Bitrate richtig einstellen kann. Ich kann hier halt nur quasi, ich kann quasi ein Ende setzen, das muss ich vielleicht mal öfter machen. Also, wo sie, was ich nicht übersteigen darf. Ich glaube, das habe ich zweimal verkackt oder einmal zumindest verkackt, weil als ich zu hoch war. Ja, mal gucken. Ich hoffe, die kommenden Folgen, die werden alle jetzt in 4K sein. Wenn nicht, dann, man sieht zumindest den Unterschied, glaube ich, optisch, dass es ja 4K-Texturen sind, auch in 1080p. Oder nur in HD, meine ich. Aber trotzdem wäre es mir ein Anliegen, wenn es auch wirklich in bester Qualität, also wenn schon 4K im Titel steht, auch ein 4K auf dem Kanal ist, deswegen. Das war so der Gedanke dahinter. Das war schon mit den Let's Plays, wie gesagt, ich hatte mir noch mehr Sachen vorgenommen, ich wollte eigentlich auch noch irgendwie, glaube ich, eine Mario 64 Mod bringen, habe ich nicht mehr geschafft. Ist ja auch egal. Kommen wir zu den Livestreams. Livestreams waren natürlich auch im Februar wieder ziemlich gut vertreten. Ich habe nämlich, oder wir haben tatsächlich im Stream die Story von Pokémon Gen Arceus abgeschlossen. Wir haben halt, ich glaube Mitte Februar schon Pokédex vervollständigt oder alle Pokémon immer gefangen, meine ich damit. Und dann Arceus besiegen können und damit war quasi das Spiel auch so gut wie durch. Die Mission waren auch alle durch. Und die haben wir vorher alle gemacht, weil ich glaube, ich hätte auch schon vorher zu Arceus gehen können. Zum Pokémon-Gott. Story ging dann insgesamt 11 Streams lang. Es gab auch jetzt schon ein oder zwei Streams, besser gesagt, zum Update, das dann kam. Wobei eigentlich nur einer, das war jetzt hier am 1. März direkt, weil der andere Stream mit der Reaction. Gehe ich gleich drauf ein. Es gab auch noch eine Nintendo Direct Live Reaction am 9. Februar. Die habe ich allerdings auch nur eingebaut, weil ich quasi eh vorhatte an dem Tag oder an dem Abend
guck mir gerne A2-Stream, da habe ich mir gedacht, komm, dann stream ich einfach später, nimmst die direkt noch mit und dann hat sich's und dann passt das für mich auch ganz gut so. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, ich weiß halt nicht, ob so eine Live-Version auf Nintendo bei mir so viel Sinn macht bei meiner Reichweite, weil ich sag ganz ehrlich, die wenigsten juckt's doch sowieso, ganz ehrlich, wie ich darauf reagiere. Ist meine Meinung zumindest. Also ihr könnt mich da gerne korrigieren oder mir sagen, euch interessiert das schon. Ich weiß auch, dass der eine oder andere, die hier vielleicht nicht live dabei waren, sich dann im Nachhinein noch reingezogen haben, weil ich cool finde, also ne, man muss ja nicht mal live dabei sein. Aber ja, wie gesagt, ob ich dann nochmal dann live drauf reagiere oder einfach ein Video zu machen, ist dann auch scheißegal, ganz ehrlich. Also wie gesagt, ich will die Reaction nicht komplett weglassen, das jetzt nicht unbedingt, aber diese Live-Reaction halt. Da sehe ich nicht so wirklich den Sinn drin, deswegen mal gucken, wie ich das dann künftig handhaben werde. Ich nehme eh an, dass spätestens zur E3 noch eine Direct kommen wird. Vielleicht schon vorher eine, mal gucken, weil im Sommer ist ja einiges los mit Mario Strikers Battle League Football, Splatoon 3 und ich weiß nicht, was sonst noch kommt, da habe ich jetzt nicht mehr am Schirm. Aber genug dazu. Ich habe auch das Pokémon Schwert und Schild Turnier, die internationale Herausforderung 2022, Februar zumindest, gestreamt, damit ich mir Galaraktos freischalten kann. Apropos, wenn ich, bevor ich vergesse, muss mich noch anmelden hier für das kommende Turnier zu mehr Zeit, schon nächste Woche, nächstes Wochenende. Anmeldefrist läuft. Und wir haben auch ein bisschen Dyna-Abenteuer noch gespielt und da ein bisschen Shinies geerntet. Ich habe sogar ein Shiny bekommen, ein Shiny Pixie, das war echt cool. Ich glaube sogar in dem Stream, wo wir glaube ich nur deine Abenteuer gespielt haben, habe ich sogar das erste Abenteuer, da war direkt ein Shiny dabei, das war echt cool. Hätte ich im Leben nicht mitgerechnet, von daher habe ich mich echt drüber gefreut. Auch wenn es nur in Anführungszeichen Pixie ist, ich will mich jetzt nicht beschweren, ne. Aber halt, ich mag generell so grüne Shinies nicht und Pixie hat einfach grüne Ohren und deswegen ist das nicht so besonders als Shiny-Farbe, sag ich mal. Aber trotzdem habe ich mich gefreut, von daher. Alles okay. Ja, und dann habe ich auch noch live auf die eben schon angesprochene Pokémon-Präsenz reagiert. Ich war ja nicht so angetan erstmal von der Ankündigung von der 9. Gen. Allerdings muss ich jetzt so nach einer Woche, oder knapp über einer Woche, drüber nachdenken oder drüber schlafen, muss ich doch sagen. Grafik sieht schon besser aus in Schwert und Schild, das ja auch, und auch ein bisschen besser sogar nochmal als in den Gen A2, würde ich sagen. Klar, dass man jetzt vielleicht auf Distanz diese Pixelklumpen teilweise hat, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ungewöhnlich. Oder diese Frame-Drops, sag ich mal, von manchen Gegenständen oder von manchen Objekten. Ist ja auch in Mario Odyssey zum Beispiel der Fall. Ich glaube, da ist einfach auch so ein Ding von der Switch, dass die Switch halt nicht so richtig gebacken kriegt. Man muss aber schon sagen, ich freue mich doch ein bisschen mehr auf das Spiel, als ich dann jetzt in der Reaction dann quasi durchklingen lassen habe. Ich werde es mir sowieso holen, das ist eh klar. Wird wahrscheinlich auch jetzt mal als größeren Ausblick, das ist quasi auch die Überleitung zum Ausblick allgemein, wird es wahrscheinlich auch ein Projekt dazu geben, natürlich Ende des Jahres. Ich plane erstmal einen Nachtlog mit ein. Mal gucken. Ich hätte sogar Bock, falls sich da wer findet, muss ich mich mal umhören. Bei Souling tatsächlich, weil dann kann man direkt beide Editionen sehen im Zweifel. Wobei, da müssen wir uns absprechen, wer sich welche holt. Das ist auch noch ein Ding. Weil ich habe nicht vor, mir ein Double Pack oder sowas zu kaufen diesmal. Weil, ja. Nee, lohnt sich nicht mehr. Ganz ehrlich, ich habe es jetzt mal bei zwei, drei Editionen gemacht, wo ich auch dachte, ja gut, kann man mal machen, aber irgendwie so richtig den Value da drin habe ich auch nicht gesehen. Gut, Freunde, kommen wir zum Ausblick, was alles jetzt hier im März oder jetzt zumindest in den nächsten Wochen auf YouTube erscheinen könnte. Ich habe mir jetzt erstmal vorgemerkt, habe ich gerade schon angesprochen, das Pokémon-Turnier international aus von März 2022, da kann man sich nämlich Gala Zapdos, glaube ich, freischalten jetzt, indem man drei Kämpfe bestreitet. Oder Gala Lavados, also Arthos ist ja schon weg, ich glaube Zapdos ist es tatsächlich, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Genau, findet jetzt vom 11.3. bis zum 14.3. statt, wobei ich noch nicht ganz weiß, ob ich das nicht einfach jetzt am Freitag schon auf Twitch bringe. Deswegen jetzt als YouTube-Ausblick mal so ein Fragezeichen, weil ich glaube, auf dem Kanal verlief es erstmal genug Pokémon. Nichts gegen Pokémon, ich bin im Moment echt in der Pokémon so verfallen. Deswegen ich auch nichts dagegen, noch weiter Pokémon zu bringen, aber ich will trotzdem auch wieder ein bisschen mehr Abwechslung bringen. Und Abwechslung in Form von neuen Projekten zum Beispiel, denn ich habe mir in den Kopf gesetzt, das war ja quasi direkt nach der Nintendo Direct, so ein Ding, wo ich auch, glaube ich, direkt eine Umfrage gestartet habe. Wie es denn aussieht mit Kingdom Hearts Chronicles 2 als Stream-Projekt und an sich war das ein recht positives Feedback. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt auch als Stream-Projekt demnächst Kingdom Hearts Chronicles 2 starten. Am besten so schnell wie möglich, weil das wird schon ein bisschen dauern, das Spiel. Und vor allem, bis September ist ja auch nicht mehr so lang, ne, ist ein halbes Jahr. Deswegen mal gucken, wann es jetzt genau kommt. Da soll ja der dritte Teil erscheinen. Und den möchte ich auf jeden Fall dann auch bringen, auf jeden Fall hier auf dem Kanal. Ansonsten steht noch aus, oder habe ich noch geplant, Mario & Rabbids Kingdom Battle. Soll ja auch noch der nächste Teil dieses Jahr erscheinen, deswegen möchte ich den ersten Teil tatsächlich vorher auch nochmal spielen. Am liebsten auch auf den Kanal bringen, weil ich tatsächlich auch das vorhabe, auf dem Kanal dann irgendwie, also den neuen Teil auf dem Kanal zu veröffentlichen. Ich weiß auch nicht, ob als Secret oder als Let's Play allgemein. Ich glaube tatsächlich, aber Mario & Rabbids Kingdom Battle ist allgemein, glaube ich, gar nicht mal so ein blödes Let's Play-Projekt. Also bin ich der Meinung.
Ja, worauf ihr euch auch auf jeden Fall freuen könnt, sorry für den Fastblur, ist natürlich auf die erste Welle des Mario Kart 8 Deluxe Streckenpasses, Booster-Streckenpasses. Der kommt ja dann am 18. März, die erste Welle. Und da habe ich schon mächtig Bock drauf. Da an dem Abend werde ich wahrscheinlich auf Twitch streamen. Ich meine, ich lasse mir nochmal offen, ob ich da nicht irgendwie die Tage mal switche. Also dann den Freitag auf YouTube und dann Samstag oder das Wochenende auf Twitch. Aber mal gucken. Wie gesagt, haltet da mal einfach die Augen offen. Vielleicht auch auf dem Twitch-Kanal dann. Weil ich werde wahrscheinlich eh ankündigen, deswegen. Nochmal in den Stream vorher, ob ich dann auf Twitch live bin oder doch hier auf YouTube. Von daher, ich glaube, ihr werdet da noch rechtzeitig Bescheid kriegen. Ich meine, ist ja in 2 Wochen, ne? Von daher ist ja nicht mehr so lang hin, oder in anderthalb besser gesagt. Dann habe ich weiterhin noch geplant, eine Mario 64 Mod zu bringen. Ich plane da tatsächlich so ein bisschen mit Super Mario 64 Land. Ich könnte auch noch eine kleine Mod bringen, die wird aber wahrscheinlich dann über maximal 2 Folgen gehen, denke ich mal. Die soll wohl nicht so lang sein, von daher, ja, mal gucken, ob ich die zuerst bringe. Ansonsten, wenn halt wirklich Mario & Rabbids Kingdom Battle als Let's Play Projekt kommt, dann wird das sowieso vielleicht was für einen Streamer, einfach die Mods zu spielen. Und tatsächlich, ich habe es ja gerade schon kurz angesprochen und angeschnitten, ich plane auch weitere YouTube-Shorts, aber natürlich nur, wenn die irgendwie anstehen und jetzt nicht irgendwie regelmäßig irgendwie halt zu bringen. Einfach nur, wenn ich denke, ich habe irgendwie eine Szene zum Beispiel im Stream erlebt oder auch vielleicht in einem Video, die vielleicht als Shorts ganz gut wäre, dann gerne halt, ne, einfach mal noch so ein maximal einminütiges Shorts-Video raushauen. Habe ich mächtig Bock drauf, hat echt Spaß gemacht daran zu arbeiten an dem ersten. Deswegen, und dann gerne Feedback geben, weil ich hatte da schon mal... Weil ich würde die gerne auch verbessern, ein bisschen optimieren, je nachdem. Ne? Also, wie gesagt, ich muss da vielleicht mein eigenes Stil finden. Oder mein eigenes Stil einfach mal irgendwie rausbringen, aber das wird schon irgendwie, glaube ich. Ja, und ja, der letzte Punkt, den ich jetzt hier aufgeschrieben habe, habe ich gerade schon angesprochen. Mehr Abwechslung des Teams, nicht mehr nur Pokémon. Ich glaube, das wird einige auch freuen, die vor allem Pokémon nicht so sehr mögen. Ich nenne jetzt keine Namen. Schnolli. Spaß. Okay, Freunde, kommen wir zum Twitch-Kanal. Da lief nämlich auch einiges. Unter anderem haben wir, wie auch angekündigt, Ori and Soul of the Wisps gestartet. Da gab es ja schon 4 Streams insgesamt zu. Und ich weiß noch nicht, wie lange das gehen wird. Ich habe tatsächlich irgendwie Bock, als Nachfolgeprojekt da Kirby und das Vergessene Land zu bringen. Muss da gleich noch die Demo spielen, die vielleicht auch noch jetzt irgendwie jetzt die Tage mal kommt, irgendwann. Aber vielleicht auch schon heute Abend auf Twitch, mal gucken. Ich da Bock habe. An sich ist für heute Abend auf jeden Fall schon mal Mario Kart 8 Deluxe angedacht. Könnt ihr euch schon mal vormerken, falls ihr Bock habt mitzufahren. Einfach mal auf Twitch vorbeischauen, Link ist in der Beschreibung. Es gab ein paar Pokémon Legend Arceus Streams, wo ich aber größtenteils so Shinies geerntet habe, jetzt weniger irgendwas Story-Relevantes gemacht habe, weil ja hier noch das Projekt lief, parallel. Mario Kart 8 Deluxe gab's ein Stream, glaube ich, noch zu, ne? Das war in der Rufbereitschaftswoche, genau, die ist nämlich heute jetzt, diese Woche ist auch wieder so eine. Wenn die News hier erscheinen, da spiele ich dann halt keine Story-Projekte weiter, deswegen gibt's einfach ein bisschen Multiplayer-Spaß auf jeden Fall, das ist ganz gut auch mal zur Abwechslung. Und wer da, wie gesagt, Bock hat mitzufahren, ist gerne eingeladen, auch da dann teilzunehmen. Und es gab noch die eine oder andere Phasmophobia-Runde mit Daisa One. Und was jetzt vergangene Freitag galt, da werde ich in den nächsten News jetzt ansprechen, weil es halt erst im März war. Und ja, was habe ich denn für Twitch geplant, wenn jetzt Ori vorbei ist? Wie gesagt, ich hätte Bock auf Kirby eventuell. Ich muss eigentlich generell sagen, dass ich grundsätzlich, auch wenn ich jetzt irgendwie Story-Spiele spiele, nicht mehr plane, die unbedingt zu highlighten. Das heißt, wenn die Streams halt liefen, sind die, ich glaube, in meinem Fall nach 60 Tagen weg, spätestens. Oder nach 2 Wochen, ich weiß gar nicht, ich habe Prime, dürfte nach 60 Tagen sein. Und ja, falls ihr das halt nicht verpassen wollt, müsst ihr entweder live dabei sein. Oder habt ihr eben Pech gehabt, dann ich habe das auch eh schon vorher irgendwie weniger zu highlighten. Ich dachte jetzt bei Ori noch, weil es einfach ein schönes Spiel war, also der erste Teil, der zweite genauso. Das kann man nochmal jetzt highlighten, aber danach habe ich tatsächlich nichts mehr vor, unbedingt in nächster Zeit wirklich auf dem Tisch zu speichern, wirklich. Also da kommt dann, mache ich vom Spiel abhängig natürlich, da jetzt nicht, dass ich gar nichts mehr highlighte. Aber so grundsätzlich möchte ich einfach spontaner werden in den Streams. Das ist einfach der Hintergrund dahinter. Ich möchte nicht einfach immer so quasi wie mit so einem Stock im Hintern, sag ich einfach mal, die Streams da durchballern, das Spiel, was ich gerade spiele, weil das ist dann wahrscheinlich auch für den Zuschauer nicht so interessant. Und wenn da mal spontan irgendwie eine Scheiße passiert, sorry für den Ausdruck, so richtig zufällig, dann ist das doch auch was Schönes. Und genau deswegen möchte ich einfach spontaner werden. Wenn ich dann einfach mal sage, irgendwie, ich habe eigentlich jetzt Bock, heute Dings zu spielen, aber nach einer Stunde sage ich dann, ich spiele das weiter, obwohl ich nur 2 Stunden streame meistens, ja, dann ist das halt so, ne? Aber wenn ich dann einfach mal kurz spontan sage, ja, das reicht mir jetzt für heute, jetzt quatsch mal noch ein bisschen, dann war das für heute, wenn du mal gucken, ne? Deswegen, wie gesagt, einfach nicht mehr alles so, sag ich mal, ganzes Stream, einfach so, sag ich mal, mehr oder weniger planen. Ich meine, ich kann Spiele, die ich mein Spiel nicht planen, aber das ist halt meistens der Fall bei Twitch im Moment, dass ich Spiele quasi, die ich schon länger vorher gehabt habe, da so ein bisschen jetzt abhandeln, also sozusagen Pile of Shame abarbeiten, auch so ein bisschen. Aber ja, tatsächlich, wie gesagt, wenn ich Kirby bringe,
Ich werde euch dann nochmal auf dem Laufenden halten, wie es dann nach der Demo aussieht. Ich weiß auch nicht, ob ich es direkt zum Release bringe, ist auch noch so ein Ding. Aber ich hätte schon Bock auf das Spiel, stand jetzt. Auch nach dem Übersichtsweiler, der jetzt die Tage kam. Mal gucken, wie ich das dann bringe, weil tatsächlich Ori und Kirby parallel, ja. Ich sollte Ori bis dann, glaube ich, durchkriegen, aber ich glaube, das wird ein bisschen knapp. Wenn ich ehrlich bin, wenn jetzt schon eine Woche fehlt, dann ist, glaube ich, nur noch 2 Wochen bis Kirby, ne? Oder 2,5. Wird kritisch mit Ori bis dahin durchzukommen, weil das Spiel ist schon umfangreich, muss ich sagen. Und macht aber trotzdem sehr viel Laune, von daher, ich will mich gar nicht beklagen oder so. Das Spiel ist echt Bombe, Ori und Soul of the Wisps. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut gerne auf Twitch vorbei. Ich habe noch nicht alle Streams aktuell gehighlightet. Vielleicht mache ich das jetzt noch im Laufe des Tages hier, dann seht ihr das vielleicht doch noch in der Sammlung. Ansonsten sind aber die Streams noch alle da, von daher könnt ihr da noch bequem. Und habt noch genug Zeit auf jeden Fall, die Streams danach zu holen, wenn ihr Bock habt. Ja, Freunde, aber wie gesagt, allgemein soll es auch auf Twitch noch mehr Multiplayer-Streams geben. Das war ich auf so ein Ding von letzten Monat schon, was ich ja vorgenommen habe, da der Februar halt so kurz war und ich dann jetzt quasi nur in der einen Woche quasi Multiplayer-Spiele gespielt habe. Irgendwie umgesetzt, aber irgendwie auch nicht, von daher, ich zähle das nicht so richtig als umgesetzt. Deswegen ist das noch weiterhin geplant. A2-Achievements-Projekt auch an sich, aber ganz ehrlich, es kommt, wie es kommt, ne, ganz ehrlich. Die will ich sowieso dann wieder hier auf YouTube speichern, auch wenn ich hier auf Twitch streame. Es war dann umgelistet und einfach nur quasi auf dem Kanal zu finden, unten in der Retro-Achievements-Rubrik. Als Playlist nochmal, aber an sich werde ich diese Streams dann nicht irgendwie öffentlich nochmal hier hochladen neu. Weil was auf Twitch ist, läuft auf Twitch und was dann hier läuft, läuft auf YouTube. Damit diese Retro-Achievements-Projekte nicht in nicht verschwinden irgendwann seit deswegen, weil die will ich schon gerne speichern. Ist ein bisschen widersprüchlich mit dem, was ich gerade sagte, aber ist halt so, ne? Von daher, Freunde, ich habe doch wieder länger gequatscht, als ich dachte, aber immer diesmal unter 20 Minuten. Das war schon wieder mit den News. Ich bin soweit durch. Ich glaube, ihr wisst jetzt, was kommen wird und worauf ihr euch freuen könnt oder worauf ihr euch eben nicht freuen könnt, weil ihr dann erstmal dem Kanal vielleicht ein bisschen fernbleibt. Wie ihr wollt, ne? Ich zwinge niemandem zu was. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann in den Streams dabei seid, vor allem. Oder aber auch gerne bei den Let's Plays, die dann laufen. Gerne auch vielleicht mal mit einem netten Kommentar oder reicht schon Daumen nach oben. Aber bitte auch die Videos gucken und nicht einfach wegklicken wieder nach einer Sekunde. Weil das hilft ja ganz und gar nicht im Kanal. Und da geht mir mittlerweile auch richtig auf den Sack. Ich achte da gar nicht mal so sehr drauf, aber ich krieg's halt doch hin und wieder mit, dass irgendwie Leute oder dass eine Person Video öffnet, auf Like drückt und dann ist das Video quasi bei 0,0 Wiedergabestunden. Ne, oder, ne, deswegen. Das hilft dem Kanal absolut nicht. Auch wenn er auf einmal ein Like ist. Ich erkenne guten Willen dahinter. Natürlich bedanke ich mich dafür, aber das ist halt echt schädlich, ja. Von daher, lass ich mal. Aber, das ist ein anderes Thema, deswegen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war's mit den Bärenstark-Kanal-News im März 2022. Falls noch Fragen offen sind, stellt sie gerne im Kommentarbereich oder auf Discord oder schreibt mich gerne privat an, je nachdem. Ansonsten wünsche ich euch schon mal einen schönen Start in die Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Ah ja, Basukasu.